Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Elder Scrolls Online entspannt. Ja, wir schauen uns heute dieses offene Verlies mal an. Und zwar ist es in der Aligre-Wüste. Und hier oben die verlorene Stadt der Natotambu. Ja, ich selbst war da noch nie drinnen. Mal schauen, was dort drinnen so abgeht. Oh, wow, okay. Diese Ruinen sind nicht sehr ausgedehnt. Bleibt wachsam bezüglich weiterer Schicksalsfäden. Ja, also war Tiras Nachricht. Lasst es auf euch wirken. Neue Erleuchtungen steigen mir gern zu Kopf. Er freut sich immer, wenn man Bücher liest. Und man kriegt da immer dann Pluspunkte bei ihm. Und ich. Ja, zück mal gleich meine Waffe. Hey, in der Alchemistenflasche war ja sogar was drinnen hier. Hier ist noch ein Buch, ein Zettelchen, Entführung. Und immer schön alles mitnehmen, ne? Hier ist auch eine Quest. Oh Gott. Balin. Ich habe es euch schon gesagt, ihr Flohstichiger. Oh, ihr gehört nicht zu meinen Fängern. Seid ihr gekommen, um mir zu helfen? Wer seid ihr? Mein Name ist Paldeen. Eine Bande von Khajiit hat mich entführt. Sie zwingen mich, jokudanische Runen auf den Relikten zu entschlüsseln, die sie plündern. Verdammte Grabräuber. Die Sache ist, dass ich etwas Kostbares hier unten entdeckt habe. Kostbarer als irgendwelche Schätze. Etwas Kostbares? Ich ahne, dass dies hier mehr als nur eine gewöhnliche jokudanische Ruine ist. Sie ist von gewaltiger Größe. Und die Runen, die ich gesehen habe, deuten darauf hin, dass etwas sehr Bedeutsames in ihr ruht. Ich muss in die versiegelte innere Kammer gelangen. Werdet ihr bereit, mir zu helfen? Ich werde euch helfen. Bewegung! Die Ruinen liegen direkt vor uns und sie werden sich nicht von selbst untersuchen. Denkt nur, ich würde der Erste sein, der sie seit den Yokudanern sieht. Zumindest der erste Gelehrte. Meine Fänger würden keine jokudanische Ruine von einem kaiserlichen Gewölbe unterscheiden können. Wir haben die Kaschid euch gefangen. Das ist mir wirklich peinlich. Ich bin rausgegangen, um meine Freundin unten beim Westtor zu treffen. Als nächstes stülpte mir schon jemand einen Sack über den Kopf und schlug mich bewusstlos. Als ich aufwachte, war ich ein Gefangener. Wir haben die Kaschid diesen Ort gefunden. Sie räumten die Trümmer eines Einsturzes im nördlichen Gang. Und dort war die Stadt. Natürlich wurden die ersten, die hineingingen, von Fallen durchbohrt. Oder von Skarabäen oder Gargülen gefressen. Geschieht ihnen nur Ihr recht. meintet, ihr könnt jokudanische Inschriften lesen? Die meisten meiner Leute schätzen starke Arme oder ein scharfes Schwert. Ich bevorzuge Leistungen als Gelehrter und einen scharfen Verstand. Wir sollten losgehen. Sie schauen ziemlich oft nach mir. Aha, er will es ausbrechen. Ja. Dann schauen wir doch mal hier. Unbeschrittene Pfade. Den Bogen nehmen wir mal mit hier. Okay. Also den haben wir jetzt noch hinbekommen zu töten. Ne? Ein offenes Verlies heißt ja, also man ist allein zu schwach. Yokudan-Konstrukte waren oft mit erklärenden Tafeln für Pilger versehen. Mit etwas Glück finden wir noch eine erhaltene Tafel. Eines Tages werdet ihr damit etwas Überraschendes herstellen. Seht euch das an. Gebt mir einen Moment. Na, meinetwegen. Das ist außergewöhnlich. Wenn ich das richtig verstehe, liegen die Natotambu hier begraben. Das waren die Ahnenkönige von Yokuda. Okay. Ich denke, ich weiß, was wir tun müssen. Sprecht mit mir, wenn ihr be... Das ist unglaublich. Ich bin überrascht, dass die Khajiit mich nicht gebeten haben, diesen Text zu übersetzen. Er ist nicht mit Gold und Edelsteinen verziert. Also haben sie seinen Wert vielleicht nicht erkannt. Was steht da? Laut dieser Tafel sind die Augen von Yokuda hier in der Stadt. Der Legende zufolge sollen diese drei Juwelen die Tür zum yokudanischen Archiv öffnen. Wenn ich recht habe, könnte das Archiv das berühmte Kopialbuch der gezähmten Dünen enthalten? Wofür nicht die Augen? Die Tafel erwähnt drei Gebiete.
Den Spießrutenlauf, das Versteck und die Ruine. Ich weiß nicht, worum es sich dabei genau handelt, aber sie klingen nicht sehr einladend. Passt auf Monster und Fallen auf. Ihr werdet wahrscheinlich auf beides stoßen. Sobald ihr die Augen habt, treffen wir uns beim Archiv. Okay, dann machen wir das mal. Oh, wow, okay. Da vorne ist ein Gargoyle. Den machen wir auch platt. Oh nein! Boah. Und? Naja. Helfen wir den mal. Den schweren Zack nehmen wir mal mit. Eine bereichernde Entdeckung. Der ist einfach nur runtergesprungen. Dann machen wir das auch mal. Himmelssplitter? Sagen wir nie nein. Und hier ist auch ein schwerer Sack. Hoffe ich, dass ich jetzt richtig laufe. Ah, ein bisschen Movement müssen wir schon, wenn wir allein sind, schon zeigen. Nein. Naja, was haben wir hier? Brief an Tavo. Ein Brief liegt auf dem Boden. Er scheint aus der Hand des toten Mannes gefallen zu sein. Die Notiz betrachten. Liebster Tavo, bitte versuche, so schnell du nur kannst, nach Schildwach zurückzukehren. Ich fürchte mich davor, was der Schuldentreiber tut, falls wir knapp bei Kasse sind. Ein Dutzend Relikte sollte mehr als genug sein, um unsere Schuld zu tilgen. Für immer dein Narina. Ich kann diese Relikte finden. Nein, eine Quest nach der anderen. Ah. Au, 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 au. Ah, Hilfe. Was ist los? Ja, ich bleib überall hängen hier. Wenn ich ihn da reinziehe in die Zacken, kriegt er dann auch Schaden. Ich glaube, da kommen keine. Hallo, ich bin hier. Oh Mann. Mein Heiler macht mehr Schaden als ich. Sollte mir zu denken geben. Was man nicht alles für eine Quest tut. Achtet auf eure Umgebung. Naja, heil mich ein bisschen. Dann wird es schon. Ups, immer die falsche Taste. Ich kann den hier nicht looten. Bisschen verbuggt alles. Ah, da muss ich mal relocken hier. Okay, dann nehmen wir mal das linke Auge von Yokuda. Weg ist es. Dann holen wir mal die Miri für extra Loot. Hallo, Miri, kommst du mal bitte? Dachte, ich fall runter, ey. Ein kleines Geschenk von Weg, was?
Und das Yokodanische Relikt nehmen wir auch mit. Und dann holen wir wieder den anderen Typi, Alsander. Denn wir müssen unseren Weg hier fortsetzen. Ich bin hier und ich fühle mich kämpferisch. Das ist schön. Der wird da oben sterben, das sage ich dir. Meine Lebenskraft schwindet. Ja, bist selber schuld, wenn du keinen Movement zeigst. Oh, Stufenaufstieg hier. Ach. Noch ein Relikt. Boah, das sind so viele Relikte hier. 2 von 12. Verdammt, ich bin ein Gelehrter. Was soll das heißen, ey? Die müssen sich auch mal die Finger schmutzig machen. Hey, wir haben eine Übereinkunft. Was heißt das? Ah. Hör auf mit mir zu reden, ey. Ich glaube, ich sollte mal die andere Quest anblenden. Oder ach so, es ist in der ganzen... Ach, super, im ganzen Gebiet. Ich muss die selbst zusammensammeln. Ja, Ulti. Jetzt bin ich wieder da, wo ich runtergehüpft bin, ne? Eine Abweichung. Ha! Hui. Vielleicht sollte ich mal mit 2 Waffen spielen. Geht doch super, ey. Hatten schon härtere. Lauf mal halt einfach so drüber. Auf den Boden schlagen kann. Sind auf jeden Fall genug Relikte da, wie ich sie auf dem Kompass sehe. Sehr gut. Oh, Flammenstab. Nice. Der Wert hiervon? Irgendwie ist der schon lustig.
Okay. Die Quest haben wir erledigt. Schleichen wir uns halt einfach durch. Einfach nicht lang fackeln. Aber ich finde, die anderen offenen Verliese waren schwieriger. Wo ich so oft gestorben bin, da konnte ich nicht mal einen Boss machen alleine. Meuchelkäfer. Ich meuchel sie alle. Ah, hier ist das Auge. Komm! Asanda! Sie können teleportieren, diese Meuchelkäfer. Der labert einfach. Sollte mehr blocken. Ja, Schicksalsweber. Tschu-tschu-tschu. Ich werde stärker. Eure Schicksale nähren mich. Bald schon werde ich euch übertreffen. Das Ding will mich also ersetzen? Äußerst verstörend. Wir sollten das besprechen. Draußen. Oh, das war ein Boss. Auch gut. Lauf mal den hinterher. Ich will zu diesen drei Pfeilchen. So langsam. Asanda, mach was dagegen.
Schon wieder? Okay. Dann schauen wir mal. Bleib hier mal hängen hier. Oh, dann warten wir halt ein bisschen. Ja, 75 gefährliche Widersacher kaputt gemacht hier. Äußerst befriedigende Lösung. Okay, dann. Gehen wir die mal hier rein, die Augen. Ja. Komm, Baldin. Lass uns reingehen. Was kommt als nächstes? Ja, was wohl? Mehr Gemetzel. Einfach bemerken. Ihr habt euch gut geschlagen. Aber ihr müsst euch immer noch als würdig erweisen, um das Kopialbuch einzufordern. Okay. Dieser Ort ging an die Zeit verloren, Wanderin. Ihr könntet niemals seine Bedeutsamkeit verstehen. Wer seid ihr? Ich bin das Überbleibsel eines Königs, der dazu auserkoren wurde, im Ersten Rat zu dienen. Wir kamen vor langer Zeit nach Wohlenfell und hielten es für unsere Pflicht, dieses wilde Land zu zähmen. Warum seid ihr hier, Wanderin? Ich bin gekommen, um das Kopialbuch zu holen. Was macht euch eines solchen Reliktes würdig? Jeder gemeine Dieb hätte es soweit schaffen können. Nur jemand, der dessen wirklich würdig ist, darf das Kopialbuch von seinem angestammten Platz nehmen. Wieso wollen wir das überhaupt? Wie kann ich mich beweisen? Die Kriegerwelle unserer Flotte, die großen Rovada, segelten in grauer Vorzeit in dieses Land. Wir sind ein Volk mit einem starken und edlen Erbe. Um euch unseren Respekt zu verdienen, müsst ihr eine Prüfung bestehen. Eine des Kampfes. Eine der Königsherrschaft oder eine der Blutlinien. Wählt nun. Ich will die Prüfung der Königsherrschaft. Ist das so? Ihr seid entweder sehr selbstsicher oder sehr arrogant. Doch das spielt kaum eine Rolle. Große Könige sind oft beides. Sagt mir, Wanderin. Wozu würdet ihr die Geheimnisse des Kopialbuchs verwenden? Ich werde das Kopialbuch den rechtmäßigen Erben der Rovada übergeben. Darauf habt ihr mein Wort. Ein wahrer König kennt die Kraft, die sich oft aus der Demut schöpfen lässt. Wir nehmen uns unserer Untertanen an, weil sie uns wiederum stärker machen. Ein König ist nichts, wenn er nicht geliebt wird. Eure Antwort reicht mir.
Vielen Dank, Euer Majestät. Das Kopialbuch gehört euch. Lebt wohl, Wanderin. Wir werden uns nicht wiedersehen. Zuckballin. Wunderbar. Das hätte nicht besser laufen können. Hier ist das Kopialbuch. Was werdet ihr jetzt tun? Ich bringe das hier ohne Umweg zu König Faharajat in Schildwacht. Es wird etwas dauern, das alles zu übersetzen. Aber die Mühe wird sich lohnen. Ihr habt all dies ermöglicht. Vielen Dank, meine Freundin. Ein Andenken, eine verwitterte Steinskulptur, eine Belohnung für die Erkundung der verlorenen Stadt der Nato-Tambu. Dies wird das Schicksal meines Volkes verändern, meine Freundin. Ich bringe es sofort nach Schildwach. Was ist so wichtig an dem Kopialbuch? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Aber es wurde vom Geist eines uralten Königs beschützt. Solche Dinge neigen dazu, wichtig zu sein. Was habt ihr nach eurer Rückkehr nach Schildwach vor? Oh je, ich bin mir nicht sicher, ob ich so weit vorausdenken kann. So viele Möglichkeiten. Wie wird der König wohl reagieren? Was für eine Belegschaft werde ich wohl bekommen? Zu wie vielen akademischen Gipfeln werde ich wohl als Sprecher eingeladen? Oh, okay. So. Dann schauen wir mal, was dieses Andenken so kann, oder? Zombies! Kann Zombies beschwören. Was ist in dem Geheimgang? Tja, nur ein Gang. Achso, da geht's raus. Ja gut. Nehmen wir den Ausgang hier. Ich dachte schon, ich muss voll gegen ihn kämpfen. Der hätte mich fertig gemacht. Asanda! Gerade als ich dachte, wir hätten dieses Experiment unter Kontrolle, droht ein böses Spiegelbild, mein Schicksal zu verschlingen und mich zu ersetzen. Was war das, Asanda? Das bin ich. Oder, nun ja, eine zerfaserte Fassung von mir. Eine Fassung, die so bösartig und dickköpfig ist, dass sie alles, was ich von dieser Magie zu wissen meinte, in das abgründige Meer warf. Es scheint unsicherer zu sein als beim ersten Mal, als wir dieses Ding stellten. Eine akkurate Beobachtung. Der Schicksalsweberschlüssel wurde nur geschaffen, um zu beobachten, was hätte sein können. Das hier hätte absolut kategorisch niemals geschehen sollen. Ohne euch hätte er mich vielleicht schon getötet. Ich muss zugeben, dass das ein beunruhigender Gedanke ist. Was wollt ihr als nächstes tun? Forschen! Sicher gibt es etwas im Sanktum. Oder vielleicht einen Folianten, den wir auf unseren Reisen finden. So oder so habe ich bislang noch keine Frage gefunden, die sich nicht durch ausreichend Forschung beantworten ließe. Außerdem muss ich Kladderadatsch wieder zusammenflicken. Kehren wir in der Zwischenzeit zu unseren Reisen zurück. Ein hervorragender Einfall. Und seht nur, was wir schon geschafft haben. Der Schicksalsweberschlüssel wurde verbessert, zerfaserte Schicksale wurden wieder an meine Linie geflickt und der Widersacher wurde erneut gestellt. Hier, Kollegin, euer Anteil. Mit bescheidenem Dank. Gebt es mit Bedacht aus. Danke, Kollege. Eine Forschungsmappe. Sehr schön. Sprecht. Ich lausche. Ich muss mal schauen, wie weit wir hier... Okay. Im hellgrünen Zimmer. Naja. Okay, was ist denn dieser Forschung... Oh, Alchemiematerial von Berücht und Piratentanztonikum. Aber das kenne ich bereits. Habe ich hier noch eine große gestohlene Lieferung? Ich habe auch noch dädrische Kerzen Ritualsortiment Entwurf gefunden hier. Das schaut echt toll aus. Und hier eine Forschungsmappe. Wunderschön gezeichnete Karte. Kann man alles verkaufen hier. Dann Handwerksstil, die Orks kenne ich schon. Minotauren Fleischeintopf. Verträglich. Lecker. Vielleicht. Ein waldelfischer Stuhl. Cool. Also, die Fetzen der Flagge der Speerspitze, ja.
Benutzt 10 Fetzen der Flagge der Speerspitzen, um die Errungenschaft Erinnerung an die Speerspitze und Kapitän Kalin als Hausgast zu erhalten. Konnte ich jetzt gerade benutzen. Ich weiß nicht, wohin da ist. Und dann hier eine verlorene Grateicheneichel. Benutzt 25 verlorene Grateicheneicheln, um die Errungenschaft große Eichen aus kleinen Eicheln und das Grateichen-Eichhörnchen als Begleiter zu halten. Echt cool. Wurde jetzt alles weggegeben, denke ich mal. Oh nein, das hätte ich nicht tun dürfen. Verdammt. Sonst sicher irgendwelche krassen, seltenen Dinger. Oder habe ich das hier drinnen? Keine Ahnung, oh je. Die habe ich jetzt alles verschrottet. Also, was lernen wir daraus? Daraus in Zukunft nicht einfach alles benutzen. Gut. Asandas Quest ist abgeschlossen. Sein Schatten-Ich wurde stärker. Mal schauen. Irgendwann überwältigt es ihn und dann wird's wieder zum bösen Asanda. Ne, keine Ahnung. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich immer drüber. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr.